Willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir sind... Mir wird immer irgendwie dazwischen geredet, wenn ich so eine Ansage mache. Ja, wie gesagt, willkommen zurück zu Alien Isolation. Ihr habt es gerade vielleicht gehört, hier kriegt was rum, und zwar das Alien mal wieder. Aber ein anderes. In der letzten Folge haben wir ja das Nest gesäubert gehabt, aber da waren mehr als nur ein Alien zur Stelle. Ich hoffe mal, das bleibt bloß dabei, dass das eine uns gerne fressen möchte. So, ich schaue noch mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind hier richtig. Wir sollen ja jetzt... mach hier nicht so einen Krach. Wir sollen ja jetzt ein Shuttle finden, um zur... Anna Sidora war es gewesen, zu kommen. So, hier ist nicht weiter. Da wäre noch eine Neuverkabelung. Aber die interessiert uns momentan gar nicht. Mann, jetzt sollen wir das Ding ausschweißen. Was anderes würde uns ja hier nicht übrig bleiben. Ionenschneider benutzen. Jawohl. Achso, stimmt. War ja mit den Tasten. Hoffentlich macht das nicht so viel Krach. Wie wir das in manchen Fällen ja der Fall war. Hier haben wir einen Sensor. Ansonsten nichts weiter in der Nähe, oder? Doch, da ein Ladungspack. Und ich glaube, wir sollen gerade aus. Aber ich höre immer noch das Alien oder Alien. Wir haben aber hier noch allerlei Zeug, was wir durchsuchen können. Aber wir sind größtenteils sehr gut ausgestattet. Ich habe immer noch gehofft, dass wir vielleicht... Warte mal, ich brauche den Flammenwerfer nur zur Sicherheit. Dass wir vielleicht... den... Och, ich komme gerade nicht drauf. Ach, den Plan für die Rohrbombe finden. Aber so wie scheint, leider doch nicht. Geht's hier... durch geht nicht. Okay. Hier liegt nicht weiter. Und da hinten geht es auch nicht lang. Dann kriegt man mal hier lieber auf alle vier Jahre weiter. Weil hier war ja in der Mitte ein Lüftungsschacht. Und jetzt können wir nämlich auch... Was? Welcome to the end of the... Boah, kann ich nicht lesen. Jetzt können wir den Motion Tracker wieder des Öfteren benutzen, da ja das hier in der Nähe ist. In den letzten... ich schätze mal 4-5 Folgen braucht man den ja nicht so häufig. Bei den Androiden, ne, hat es ja nicht gerade viel gebracht, die haben uns trotzdem gesehen. Oha! Warte mal, wir gehen mal lieber... Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Geduckt. Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Hier ist auch wieder irgendwas aus dem Vieh rausgekommen. Aus dem Vieh ist natürlich was rausgekommen. Ja klar, aus dem Menschen meine ich. Wo geht's überhaupt hin? Aha. Da oben müssen wir hin. Die Notaufnahme war, glaube ich, zu gewesen das letzte Mal. Das heißt, wir müssten... einmal hier rum, und das wäre jetzt hier der kürzeste Weg, aber hier hat uns ja das Vieh auch schon gegriffen gehabt. Da müssten wir vielleicht ein bisschen besser auf der Hut sein. Solange wie es noch hinter uns ist, kein Problem, sage ich da mal. Aber ich glaube, hier wird auch noch wieder irgendwas rumschleichen, nehme ich an.
Ich habe nämlich so das Gefühl, dass hier das Alien nicht unser einzigstes Problem sein wird. Wo ging es denn hier lang? Ach, ein extra Raum. Okay, naja, dann können wir den hier umgehen. Aber trotzdem macht mich das Alien immer noch wuschig da hinten. Weil bis jetzt hat es sich ja nicht bewegt gehabt. Hier oben ist wieder ein Schacht. Fuck! Wir gehen mal hier runter. Warum steht jetzt hier so ein ekelhafter Druide? Der ist nämlich nicht gut. Der könnte das Alien anlocken und das könnte für uns noch zu einem größeren Problem werden. Spielen Sie ein Spielchen mit mir? Nein! Natürlich nicht. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Ja, natürlich. Jeder Hiwi, der einen töten will, ist ein Missverständnis. Na klar. Nein, wirst du nicht. Wir könnten aber vielleicht mal eine Leuchtfackel. Warum haben wir die denn? Oh, oder auch nicht. Wir kommen wahrscheinlich auch so an dem vorbei. Oh, das ist sogar noch so ein super Heavy hier. Schnell um die Ecke. Jetzt muss das Alien rechts irgendwo sitzen. Das wäre so mies. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir nicht durch. Wäre vielleicht ein bisschen besser, da wir dort mehr Platz hätten. Hier haben wir noch eine Box. Die hat man, glaube ich, auch schon mal durchsucht. Aber da war voll gewesen, würde ich sagen. Ach, hier sind wir, genau. Das ist die aus der Anesidora, die sie gegriffen hat. Hä, schon wieder eine Ausweiskarte? Die hat man doch eingesammelt. Da bin ich mir sicher. Hm. Wer weiß. So. Da ist ein Speicherpunkt. Vorausgesetzt, da ist offen. Was ich allerdings nicht glaube. Und das Alien lässt immer noch eigenartigerweise auf sich warten. Hm. Da ist offen, aber ich glaube, da waren auch Droiden, wenn ich mich nicht irre. Geh mal weiter, geh mal nicht weiter. Ist so eine Versuchung gerade hier. Nee, wir könnten speichern. Wir werden es mal machen. Dadurch, dass wir jetzt das Stück schon gelaufen sind, ist es besser, wenn wir hier speichern und, sag ich mal, dann abkratzen und hier wieder anfangen als vor ein paar Minuten, sag ich mal. Ne? Da bist du nämlich schon ein Stückchen weitergekommen. Irgendwas kommt von da hinten. Das Alien. Lüftungsschacht hier? Nein, sieht gut aus. Momentan ist es dort bei der Notaufnahme, so wie es scheint. Und jawohl, da oben. Bauplan verbessert. Ja was? Ich habe jetzt nicht gelesen, was. Müssen wir da rein? Das scheint so, ne? Aber wir schauen uns mal um. Ich bräuchte noch ein bisschen Munition für den Flammenwerfer. Oh, was haben wir denn hier? Hot Food. Pizza.
Baguette. Ein Veggie-Wrap. Mhm. Hat man ja gute Auswahl. Also jetzt scheint es noch nicht zu kommen. Ich habe so ein blödes Gefühl, wenn wir das Ding hier öffnen, steht es genau hinter uns. Verdammt, der Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Marlow ist da durchgekommen, es muss einen Weg geben. Kaum erzählt man es, schon ist es in der Nähe. Ist da hinten auch eins gewesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. What? Gerät unzureichend? Okay. Wo kriegen wir das her? Muss ja hier irgendwo was liegen. Da ist nichts. Ich traue mich nicht so aufrecht zu gehen. Da ist eine Kiste, die offen ist. Vielleicht haben wir da was drin. Aha, benutzen. Ja. Nein! Wo ist es? Spind? Haben wir einen Spind? Wir haben keinen Spind? Ey, ist nicht dein Ernst. Ist doch nicht wahr. Kaum hat man das und schon steht das Teil vor der Tür hier. Ja, natürlich. Als hätte man keine anderen Sorgen gerade. Bleibst du hier unten? Hier so ein Mistvieh. Haben wir hier nicht irgendwie einen Schalter, den wir drücken können? Nicht, okay. Wo ist denn hier? Molotow. So. Können wir vielleicht mal in Ruhe hacken? Oder auch nicht? Da war's. Das... Und das. Boah, das war sehr knapp jetzt. Komm, mach auf die Tür. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Ja, einfach auf den Knopf. Go. Oh. Das Vieh ist gerade wiedergekommen. Ich hab's gehört, die Tür ging auf. Wir haben zwar die Molotows abgelegt, aber es hat wahrscheinlich nicht sehr viel gebracht für uns. Weil immerhin, sag ich mal, hat es uns ein wenig Zeit vielleicht verschafft, dass wir den oder die Tür jetzt hacken konnten. Wow. So, wir scheinen jetzt auf der Anisidora zu sein, aber... Ricardo, hören Sie mich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier genauso sicher sein wird. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Also, nein, hier ist schon mal nichts. Das ist sehr gut. So, da haben wir einen Speicherpunkt und dort oben geht es natürlich weiter, ne? Hier ist nichts mehr. Huch, falsche Taste. Speichern. Jawohl. Bringen Sie die Systeme der Anisidora wieder online. Ja, natürlich, wenn es nicht weiter ist. Boah, von der Seite sehen die Apparat hier aus wie Aliens.
So ein bisschen jetzt vom Weiten auf jeden Fall. Ja, hat was. Wo geht's lang? Da nicht, also dort hindurch. Ist ja bloß dunkel. Kann ja nicht passieren, eigentlich. Möchte man meinen. Ich brauche Licht hier. Sonst kriege ich Angstzustände. Boah. 76. Kann man ja aus Overwatch. Soldier 76. Oh, hier haben wir Schalter benutzt. Nein, das ist Munition. Ich will die haben. Komm. Sehr schön. Pumpgun. Das ist sehr gut. Revolver, Elektro, Bolzen. Schießer haben wir auch noch. Ein bisschen Flammenwerfer, okay. Ja, besser wie nichts, sag ich mal. Elektroschocker, Revolver. Wie sieht's denn jetzt überhaupt aus? Wir haben eine Molotov-Cocktail verschwendet. Können wir eigentlich auch eins basteln. Wir haben nämlich komplett voll unser Inventar. Können wir eigentlich auch gleich mal ein Medikit benutzen. Auch wenn es nicht viel ist. Ah. Gleich noch ein neues basteln. Hä? Wir haben doch gerade Molotow gebastelt, oder nicht? EMP-Mine könnten wir vielleicht noch. Zack, 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 zack. So. Hier klicken zum Basteln. Geht nicht. Sind wir voll, also. Rauchgranate wäre noch natürlich nicht schlecht. So. Vielleicht noch ein Geräuschemacher. Geht nicht. Was hat man gerade? EMP-Mine, ne? Wie geht denn das rückgängig zu machen? Geht gar nicht. Eigenartigerweise geht das nicht rückgängig zu machen. Oder ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Aber ich glaube, wir sind auch schon langsam dem Ende des Spiels entgegen. Von daher macht es, denke ich mal, nicht so viel aus. 4510. Aha. Annäherung an Sevastopol. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Falsche Taste wieder. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Ja, wer zahlt das heute schon generell? Was hat man gesagt? 4510? Ja. 4510, so. Gut. Da geht's lang. Hier müsste man was einschalten. Achso, E-Taste wieder dreimal drücken. Ah. Yes. Machten die hier eine Geräusche. Wahnsinn. Und go. Sehr schön. Ah. Ein Geflacker hier, ist ja wie in der Disco. So. Jetzt kommt hier was raus. Was wir, denke ich mal, benutzen sollen. Es blinkt zumindest. Ach ja, und wieder hacken. Okay.
Leicht verfehlt. Ah, das hat natürlich geklappt, das Kleinste wieder. So. Als ob hier gleich alles in der Luft fliegt. Da geht's lang? Scheint so. Ah ja, doch. Ricardo, hat sie mich hören können? Die Hauptent... Energie der Anne Sidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Ja, immer noch kein Zeichen von Marlow. Aber ich würde sagen, wir machen... Willkommen auf der Anne Sidora. Beim nächsten Mal weiter. Wo sind Sie, Marlow? Erstmal labern lassen. Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben per Arbeiterspark. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. War's das? Ja, finden Sie Marlow. Das machen wir alles in der nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder rum. Also, haut da rein. Bis demnächst. Ciao.